So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von The Gallerist, The Art of Strategy bei Vital Lacerda. Dauert so 120 Minuten, das ist eine grobe Untertreibung, zumindest in den ersten Partien, ab 13 Jahren, 1 bis 4 Spieler. Und das ist das Spiel einmal aufgebaut. Ich werde euch jetzt gleich einmal kurz so eine Übersicht geben, worum das geht. Also wer jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde Video gucken will, der bleibt einfach nur am Anfang dran. Da fährt dann so grob, ne, was macht man da. Danach werde ich dann zusammen mit Dave euch einfach mal eine Partie vorspielen. Ich werde nicht die ganze Partie spielen, sondern so 1, 2, 3, 4 Runden. Einmal so, dass man jedes Aktionsfeld einmal gesehen hat, was macht man da, wie ist der generelle Spielablauf, wie sind so diese einzelnen Elemente, von denen es sehr, sehr viele gibt, miteinander verzahnt und hoffe ich, dass ihr da einen ganz guten Eindruck von bekommt. Ich muss vorwegschicken, dass ich dieses Spiel bisher so 1,5 Mal gespielt habe, so eine halbe Solo-Partie und einmal mit einem Kumpel und es ist schon wirklich sehr verzahnt und am Anfang, also in der ersten Partie, habe ich nach und nach immer mehr verstanden, was ich da tue und warum ich was mache und wie ich wo Punkte bekomme und wie ich irgendwie Ruhm steigere und wie ich einen Künstler fordern kann und so. Deswegen kann es sein, dass ich hier jetzt vereinzelt irgendwelche Fehler einschleichen oder ich irgendwelche Details vergesse. Darum seht das jetzt nicht als komplettes 1:1 Regelvideo, sondern wirklich nur als Video, wo ihr halt eine Übersicht bekommt und einfach mal so einen Eindruck von diesem Spiel bekommt. So, generell versucht man in diesem Spiel so viel Geld wie möglich zu machen. Man fängt mit 10 Geld an. Man kann am Ende gut mal irgendwie 100, 150, 180 Geld haben. Und im Spiel, da entdeckt man halt Künstler, kauft irgendwie Kunstwerke von denen, stellt die dann in seiner eigenen Galerie aus, zieht da irgendwie Besucher an, schließt irgendwelche Verträge ab, um die Kunstwerke wieder zu verkaufen, nach Möglichkeit, wenn die möglichst hoch sind und dann ein bisschen teurer sind als am Anfang, weil der Künstler schon viel bekannter ist. Man kann die Künstler irgendwie fördern, man kann Assistenten einstellen, man kann am internationalen Kunstmarkt tätig werden und. Also es gibt hier insgesamt 4 verschiedene Felder, wo man jeweils die Option zwischen 2 verschiedenen Aktionen hat. Also insgesamt gibt es 8 Aktionen, die man so im normalen Spiel machen kann. Und da gibt es immer noch sogenannte Exekutiv- und Rauswurf-Aktionen. Also immer wenn irgendwer auf dem Feld steht und da kommt wer anders hin, dann schmeißt er einen quasi raus. Was aber bedeutet, dass er, wenn er das möchte, Einfluss ausgeben kann, um auch die Aktion hier durchzuführen. Da kommen wir gleich nochmal genauer zu. Also es gibt zum einen hier das Künstlerviertel, da kann man entweder Künstler entdecken oder Kunstwerke von bereits entdeckten Künstlern kaufen. Dann gibt es hier oben die Agentur, da kann man entweder Künstler unter Vertrag nehmen und wenn man das dann gemacht hat, kann man Kunstwerke von denen auch wieder verkaufen. Hoffentlich sind sie dann schon mehr wert als zu dem Zeitpunkt, wo man sie eingekauft hat. Dann gibt es hier das Medienzentrum, da kann man weitere Assistenten einstellen, die dann bei der Arbeit helfen oder man kann Künstler fördern und den Ruhm ein bisschen steigern. Und hier auf dem internationalen Kunstmarkt kann man schließlich entweder Ruhm ernten oder man kann Auktionen stattfinden lassen. Das gucken wir uns alles gleich mal näher an. Hier oben ist dann zu sehen, wofür man am Ende nochmal Siegpunkte bekommt. Zum einen verdient man während des Spiels schon Geld und dann bekommt man eben nochmal zusätzlich Geld. Entweder das erste hier für Mehrheit im internationalen Kunstmarkt. Dann hat man so Ansehensplättchen, für die man auch nochmal Geld bekommen kann. Dann bekommt man Geld für alle Werke, die gerade in der eigenen Ausstellung noch ausgestellt sind. Dann bekommt man, gibt es hier Auktionen der Kunstwerke von Weltruhm. Da kann man eben am Ende nochmal Kunstwerke bekommen, die dann wichtig sein können für die Sonderwertung. Jeder Spieler bekommt bei Spielbeginn so eine Kurator- und so eine Kunsthändlerkarte. Und da wird halt geguckt, was man davon erfüllt hat. Dafür gibt es dann auch nochmal extra Geld, jeweils für beiden Karten. Und ganz am Ende bekommt man auch nochmal für Ruhm, den man während des Spiels gesammelt hat, Siegpunkte. Ja, wie man da schon sieht, ist das nicht wirklich ein Punktesalat, aber man bekommt halt für sehr, sehr viele Sachen Punkte. Also ich habe die erste Partie, die ich gespielt habe, fast gewonnen. Ganz knapp mit 2 Geld oder so habe ich verloren, ohne jemals irgendwie, ich glaube, ich habe ein Kunstwerk verkauft. Ein Spiel, wo es ja eigentlich schon darum geht, Kunst zu kaufen und zu verkaufen, aber das habe ich irgendwie fast gar nicht gemacht, weil sich das nie ergeben hat. Und obwohl dieses Spiel relativ lange dauern kann, fühlt es sich am Ende doch irgendwie sehr kurz und sehr schnell vorbei an. Das ist ja schon mal positiv auf jeden Fall. So, zu Spielbeginn werden hier 4 Vertragskarten offen hingelegt. Im Spiel mit 1 oder 2 Spielern werden hier Ruhmplättchen hingelegt, und zwar in die erste und dritte Spalte. Die zweite Spalte wird nur bei 3 oder 4 Spielern benutzt. Auf jedes dieser Felder hier kommt ein so Marker, den man am Spielbeginn bekommt, wenn man sich da hinstellt, und danach werden alle anderen Marker abgeräumt. Außerdem wird zufällig ein Besucher in jedes Foyer einer Galerie gestellt, also hier Dave bekommt auch noch einen. 4 kommen hier in die Mitte auf den Plaza. Dann werden hier noch die Künstler hingelegt, die sind alle noch unentdeckt. Einer, der zuerst gezogene Blaue, der ist schon entdeckt, also hier ist ein Fotograf und von dem kann man schon Kunstwerke kaufen. Die anderen muss man erst entdecken, da kommen auch die Signaturtoken hin. Der Marker hier markiert immer, wie teuer gerade Bilder sind, wie viel Geld man bekommt, wenn man die Kunstwerke wieder verkauft. Hier liegen dann die Kunstwerke, die man so aus der jeweiligen Sparte
Karte alle kaufen kann. Da kommen immer so viele Männchen zufällig aus dem Beutel raus, wie hier Tickets drauf abgebildet sind. Je nach Spielerzahl kommt hier eine bestimmte Anzahl an Tickets in die jeweiligen Farben hin. Bei 1 bis 2 Spielern sind das jeweils 10 Tickets. Und das ist auch gleichzeitig eine der Bedingungen für Spielende. Wenn hier entweder also alle Tickets leer ist, das erste. Das zweite ist hier keine mehr im Beutel. Und das dritte ist, dass mindestens 2 Künstler Berühmtheiten geworden sind oder mehr Künstler. Wenn 2 von diesen 3 Bedingungen erfüllt sind, dann ist das Spiel zu Ende. Und dann wird, glaube ich, die Runde zu Ende gespielt. Danach noch eine ganze Runde. Und dann kommt die finale Schlusswertung. So, also ich bin der Startspieler. Ich habe diesen Marker. Das heißt, bevor das Spiel jetzt losgeht, in umgekehrter Spielerreihenfolge, darf sich jeder Spieler auf eines dieser Felder hier stellen und dann das entsprechende Bonusplättchen da wegnehmen. Das heißt, Dave könnte einfach mal sagen, Dave ist der Blaue, er stellt sich hier hin, bekommt dann dieses Bonusplättchen und legt das hier auf das dritte Feld seiner Galerie. Und ich könnte sagen, ich stelle mich mal hier hin und lege das Ganze dann auch auf das dritte Feld meiner Galerie. So, jetzt kann das Spiel losgehen. Es gibt hier übrigens so wunderschöne Übersichtskarten, wo einfach alles erklärt ist, so Schritt für Schritt, was man bei jeder Aktion macht. Also wenn man Künstler entdeckt, dann dreht man das Künstlerplättchen um und markiert den anfänglichen Bekanntheitsgrad. Zweitens erhält die Belohnung, wie auf dem Künstlerbonusplättchen angegeben. Drittens lege einen Signaturmarker auf das Kommissionsfeld deines Spielertableaus. Fertig. Also Schritt für Schritt alles, was man bei einer Aktion machen muss. Auf der Rückseite sind nochmal alle Ressourcen, alle Symbole, die es im Spiel gibt, erklärt. Das heißt, wenn man zu zweit oder zu dritt spielt, kann man sich einfach 2 Übersichtskarten nehmen und hat dann alles auf einen Blick, wobei das hat man dann so nach einer Partie oder nach einer halben Partie auf jeden Fall schon mal raus. So, zusätzlich, wie gesagt, haben wir 10 Geld. Jeder Spieler hat am Anfang auch 10 Einfluss. Man hat bereits 2 Assistenten, die hier so in der Werkstatt warten auf ihren Einsatz. Und außerdem noch mehrere Assistenten, die man später anheuern kann. So, die nicht genutzten Plättchen kommen jetzt raus. Die haben im Spiel keine Bewandtnis mehr. Und jetzt geht das Spiel los und ich habe im Prinzip jetzt einfach eine Aktion. Das heißt, ich bin jetzt hier auf einem so einem Feld. Ich bin im internationalen Kunstmarkt und ich muss mich jetzt zu einem anderen dieser Aktionsfelder begeben und da dann eine Aktion durchführen von den beiden. Dabei habe ich prinzipiell freie Auswahl. Ich kann hier, hier oder auch hier hingehen. Wenn ich jetzt hier hingehe, schiebe ich Dave dahin und dann kann der, wenn er möchte, eine Rauswurfaktion machen. Das heißt, er könnte dann Ruhm ausgeben. Also er kann dann einfach hier bis zum nächsten Sternchen zurückgehen und darf dafür dann aber als Belohnung eine dieser beiden Aktionen durchführen, wenn ihm das gerade was bringt. Wenn nicht, dann nicht. Er muss das nicht machen. Und das ist natürlich super günstig, wenn man irgendwie gerade hier steht und dann rausgeschmissen wird. Dann sagt man einfach, ja klar, mache ich. Kostet mich halt einen Ruhm. Wenn ich jetzt rausgeschmissen werden würde und das unbedingt machen will, dann gehe ich halt hier hin zurück und das kostet mich 5 Ruhm und das ist doof, weil am Spielende bekomme ich ja für Ruhm nochmal Punkte. Das heißt, wenn ich hier bin, man bekommt immer das, was dann links nehmen ist, würde ich 2 Geld bekommen. Darum sind hier die hohen Felder natürlich super geil. Wenn man irgendwie am Ende hier ist, würde man schon 13 Geld bekommen und dann ist halt ein Ruhm auch immer gleich ein Geld, sprich ein Siegpunkt mehr. Und man kann auch leichter mal zurückgehen, weil man immer noch viel Geld bekommt. Wenn man irgendwie hier noch ganz am Anfang ist, dann bekommt man zum einen nicht wirklich viel Geld dafür und wenn man dann zurückgeht, dann wird es halt richtig teuer, weil dann wieder Endgeld zu bekommen, also Geld am Ende zu bekommen, ist nicht so super einfach. Wobei in der ersten Partie, die ich gespielt habe, hat der Spieler, gegen den ich gespielt habe, war immer hier unten und hat trotzdem gewonnen, während ich ganz da oben war und, naja, wie gesagt, ganz knapp nicht gewonnen habe. Aber es war auch meine erste Partie und seine zweite Partie. Und das ist in diesem Spiel auf jeden Fall ein Vorteil. So, das war ja nur exemplarisch. Das heißt, am Anfang könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte gerne einen Künstler entdecken. Also gehe ich hier rüber ins Künstlerfeld und habe jetzt eben die Auswahl zwischen diesen beiden Aktionen. Also entweder Künstler entdecken oder ein Kunstwerk kaufen. Ich möchte jetzt sagen, ich möchte gerne hier das erste nutzen. Ich möchte gerne einen Künstler entdecken. Hier sagt mir jetzt auch die Spielerhilfe wieder, was ich machen soll. Erstens drehe das Künstlerplättchen um und markiere den anfänglichen Bekanntheitsgrad. So, da habe ich jetzt die freie Auswahl, welchen unentdeckten Künstler ich nehmen möchte. Ich sollte auch ein bisschen darauf gucken, dass ich was anfangen kann mit den Sachen, die ich da bekomme. Also könnte ich zum Beispiel am Anfang sagen, ich möchte gerne den hier entdecken. Das heißt, ich drehe den dann um und lege einen Marker auf seinen Bekanntheitsgrad. Das ist eben halt nur die 1 leider. Also der muss ich noch ganz von oben hocharbeiten. Dann sagt die Spielhilfe, erhalte Belohnung, wie auf dem Bonusplättchen angegeben. In dem Fall heißt es, ich darf mir 2 nicht gleichfarbige Tickets nehmen. Also gucke ich, was kann ich gebrauchen. Ich könnte zum Beispiel das Ding hier und das Ding hier nehmen. Das ist wichtig, weil mit diesen Tickets kann ich immer, nachdem ich eine Aktion durchgeführt habe, eine Exekutivaktion durchführen. Das heißt, ich könnte dann sagen, ich möchte gerne so ein weißes Ticket ausgeben, um hier so einen weißen Besucher, das ist ein Kunstsammler vom Plaza,
in meine Lobby, in mein Foyer zu bewegen. Oder, so wie in dem Fall hier jetzt, wenn da schon so einer ist im Foyer, würde ich sagen, hier, du gehst jetzt bitte in meine Galerie und bist dann da drin. Da ist eben auch wichtig, solange Leute hier nur im Vorraum stehen, können die von anderen Spielern auch mit Tickets immer wieder da rausgezogen werden. Sobald die aber einmal in der Galerie drin sind, können andere Spieler die aktiv da nicht mehr rausbewegen. Und die, also je mehr von den Figuren man in seiner Galerie hier drinstehen hat, umso besser ist das für einen. Das werden wir gleich auch nochmal näher sehen. Das heißt, ich habe mir die beiden Tickets genommen und lege die jetzt einfach hier auf den entsprechenden Ablageflächen ab. Und dann kann ich mir den Signaturmarker nehmen und hier auf mein Kommissionsfeld legen. Hier ist wichtig, hier kann immer nur ein Marker zur Zeit liegen. Und der Marker ist eben wichtig, wenn ich später ein Kunstwerk von dem Künstler kaufe, dann bekomme ich das immer zu dem Basispreis, selbst wenn der schon deutlich berühmter geworden ist. So, und ich habe ja gerade Tickets bekommen, die kann ich jetzt ausgeben. Das heißt, sie kommen auch komplett aus dem Spiel raus, weil das ja auch so eine Spielendebedingung ist. Und damit kann ich jetzt einmal den hier in meine Galerie bewegen, damit ist der erstmal safe. Und ich kann so einen weißen hier in mein Foyer ziehen. Das ist übrigens wichtig, diese weißen Kunstsammler, die sorgen auch dafür, dass ein Künstler berühmter wird später. Da darf ich immer nur maximal so viele haben, wie ich Bilder meiner Galerie habe, plus ein. Das heißt, am Anfang habe ich ja noch kein einziges Bild in meiner persönlichen Galerie, also darf ich hier nur maximal einen drin haben, noch einen zweiten könnte ich da nicht reinziehen. So, dann ist Dave dran und Dave möchte das gerne unbedingt auch machen, das heißt, er nimmt seinen Marker und setzt den auch dahin, wo ich gerade stehe, damit komme ich hier auf dieses Rauswurffeld. Jetzt führt zuerst Dave seine Aktion komplett aus und dann kann ich, wenn ich möchte, auch eine Rauswurfaktion machen und dafür eben Einfluss ausgeben oder ich kann eine Exekutivaktion machen, wenn ich das machen möchte. Dann, wenn Dave sich hier seine Karten anguckt, also wenn er am Ende zwei Skulpturen verkauft hat, bekommt er für 10 Geld. Wenn zwei Skulpturen da hängen hat, zusammen mit einem Foto und einem Kunstwerk, dann bekommt er dafür nochmal 15 Geld extra. Das ist natürlich schwer, weil diesen letzten Slot hier bei den Ausstellungsplätzen kann man nur benutzen, wenn man das Meisterwerk hängen hat. Ansonsten hat man nur 3 Slots für Kunstwerke, die man ausstellen kann. Und jetzt kann sich Dave halt sagen, er möchte gerne diesen Künstler hier entdecken. Das heißt, er dreht den auch um. Anfangsruhm ist auf 3. Er bekommt hier diesen Bonus, der einfach besagt, dass er einen beliebigen Besucher vom Plaza in seine Galerie bewegen darf. Übrigens kommt da auch noch einer rein, das habe ich vergessen. Der einfach bedeutet, dass er einen beliebigen Besucher direkt vom Plaza in seine Galerie ziehen darf. Also er muss nicht den Vorführer über das Foyer gehen. Das ist natürlich schon ganz gut mächtig. Und dann nimmt er sich einen entsprechenden Signaturmarker. So, da Dave mich ja jetzt rausgeschmissen hat, heißt es, ich kann die Rauswurfaktion machen. Also kann ich eine dieser beiden Aktionen machen, was ich gerne machen möchte. Dazu reduziere ich dann meinen Ruhm bis zum nächsten Stern runter. Das tut jetzt natürlich weh, aber vielleicht zahlt sich das ja am Ende aus. Und dann möchte ich gerne ein Kunstwerk kaufen. Da kann ich mir jetzt überlegen, von welchem der bereits entdeckten Künstler ich das oberste Kunstwerk kaufen möchte. Und da kann ich zum Beispiel hier die Fotografie nehmen. Dann gucke ich einfach, der aktuelle Preis davon ist 4. Also nehme ich jetzt 4 Geld aus meinem Vorrat und tue das zurück in die Bank. Bin also ein bisschen ärmer wieder. Dann bewege ich die Besucher, die hier auf diesem Kunstwerk stehen und stelle die hier zum Plaza, wo die jetzt darauf warten, in irgendwelche Galerien zu gehen. Dann erhöhe ich die Bekanntheit des Künstlers und zwar in dem Fall 1 auf 5 plus ein für jeden weißen Kunstsammler in meiner Galerie. Da habe ich leider keinen, deswegen bleibt es einfach nur bei 1. Ansonsten hätte ich jetzt schon den Wert hier gesteigert. Dann bekomme ich Einladungen, wie auf dem Kunstwerk abgebildet. Das heißt, da kann ich zum Beispiel sagen, dass ich gerne 2 von diesen weißen Einladungen haben möchte. Dann bekomme ich Einladungen, wie darauf abgebildet. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel so einen und so einen nehmen und die dann in mein Lager tun. Dann nehme ich mir das Kunstwerk, drehe es um und lege es hier auf den ganz linken Platz und habe jetzt das erste Kunstwerk in meiner Galerie ausgestellt. So, dann nehme ich mir hier einen so einen Signaturmarker und markiere damit den aktuellen Wert. Momentan sind wir hier erst beim ersten Sternchen, das zweite haben wir noch nicht überschritten. Das heißt, der Verkaufswert ist jetzt auf jeden Fall 5. Das heißt, wenn ich jetzt verkaufen würde, hätte ich einfach nur ein Geld Gewinn damit gemacht. Wenn der Künstler jetzt noch um einen Ruhm im Ansehen steigt, dann wandert er schon hier hoch, dann hätte ich schon immerhin 4 Geld damit Gewinn gemacht. Und wenn ich das Kunstwerk so lange in meiner Galerie hängen habe, bis der irgendwie hier ganz oben ist, dann würde ich dafür halt richtig viel Geld bekommen. Blockiere mir damit natürlich aber auch längere Zeit hier die Slots in meiner Galerie. So, damit ist die Aktion durch. Ich wurde hier vertrieben, also gehe ich jetzt wieder zurück in meine Galerie. Das heißt, in der nächsten Runde kann ich überall, wo ich möchte, auch wieder hier hin. Normalerweise, wenn irgendwo steht, muss man jetzt zu einem anderen Feld hingehen. Wenn man halt rausgeschmissen wird, ist das ganz gut, weil dann hat man danach prinzipiell wieder die freie Auswahl, wobei man das wahrscheinlich nicht wirklich so oft hintereinander machen möchte. So, damit ist Dave ja auch schon durch, also bin ich dran. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier ins Medienzentrum gehen und mir da Assistenten anheuern. Wofür man die braucht, werden wir auch gleich sehen.
Das heißt, dafür gucke ich hier, der erste Assistent kostet mich ein Geld, das tue ich also auch wieder zurück in den Vorrat. Dann kommt der in mein Büro, da können nie mehr als 4 sein, wenn ich irgendwie Assistenten wieder zurückbekomme und mir kaufe, wenn da kein Platz mehr ist, gehen die einfach zurück in die Spielschachtel und sind verloren. Da sollte man tun, nichts verhindern, kann aber passieren, ist dann auch nicht zwingend ein Beinbruch. Später kann es auch sein, wenn man die kauft, dass man irgendwas dafür bekommt, Ticket, hier irgendwie ansehen, Ticket und auch nochmal Geld ganz am Ende. Und das war's auch schon, diese Aktion ist kurz und schmerzlos. Und hier kann ich auch immer sagen, wenn ich nicht genug Geld dafür habe, dann kann ich hier zurückgehen und würde jetzt halt dafür ein Geld bekommen. Ich kann noch ein weiter zurückgehen und dafür noch ein Geld bekommen. Das so kommt man halt auch nochmal zu Geld, wenn man gerade nicht genug hat. Natürlich verliert man da auch immer Ruhm und eben auch Geld am Spielende. Also sollte man das auch nicht zu exzessiv nutzen, aber wenn man dadurch so coole Sachen machen kann, dass man am Ende dafür ganz viele Punkte bekommt, kann sich das eben auch wieder lohnen. Das ist so, in dem Spiel kann man fast alles machen. Irgendwie kriegt man immer für alles ganz gut Punkte. So, und dann ist Dave da dran. Dave könnte jetzt sagen, dass er zum Beispiel auf dem internationalen Kunstmarkt tätig werden möchte. Er kann jetzt aber auch, wenn er das möchte, hier einen Assistenten zurücklassen. Und wenn ich diesen Assistenten später rausschmeiße, dann kann Dave da eine Rauswurfaktion durchführen, obwohl sein Spielermarker eigentlich ganz so anders ist. Muss man nicht machen, dann bekommt man den Assistenten, glaube ich, einfach wieder zurück. Aber man kann das eben machen. Wenn Dave jetzt in der nächsten Runde selbst dort wieder hingehen würde, bekommt er einfach gar nichts dafür. Also Dave hat jetzt hier den internationalen Kunstmarkt gewählt und kann da entweder als Aktion sich ein Ansehensplättchen nehmen oder auf ein Kunstwerk von Weltruhm bieten. Das heißt, entweder kann er die Aktion hier durchführen, dann ist das hier wichtig, oder die Aktion, dann ist der Bereich hier unten wichtig. Um hier oben was durchzuführen, muss er halt ein entsprechendes Kunstwerk überhaupt schon erstanden haben. Er hat gerade noch gar kein Kunstwerk erstanden, deswegen kann er nur quasi diese Aktion hier durchführen, was er jetzt auch macht. Und da kann er einfach einen Assistenten auf eines dieser Felder hier stellen, muss dafür bezahlen, was man dafür bezahlen muss, und bekommt dann den Vorteil davon. Und bekommt eben auch Einfluss, je nachdem, was hier oben steht. Das heißt, einfach nur exemplarisch mal, kann Dave jetzt einfach ein Geld ausgeben, das kommt dann zurück in die Bank, nimmt dann einen Assistenten, seinen letzten, und könnte den zum Beispiel hier hinstellen und darf sich dann zwar, stellt den mal hier hin, weil jetzt bekommt er zuerst 3 Ruhm, das heißt, er geht hier einfach 1, 2, 3 vor. Und dann kann er sich noch ein Ticket seiner Wahl nehmen, das heißt, da könnte er sich zum Beispiel auch so ein weißes Ticket nehmen. Und das ist auch schon alles, was man hier macht. Hier bekommt man beim Spielende auch nochmal Vorteile. Wichtig ist immer, Assistenten, die hier sind, die bleiben da für das gesamte Spiel. So, bin ich wieder dran. Ich könnte vorher eine Exekutivaktion durchführen und so ein weißes Ticket ausgeben und den hier erstmal in meine Galerie befördern. Ich begebe mich dann mal hier oben zur Agentur. Ich möchte vielleicht später eine Fotografie verkaufen, die ich ja gerade schon habe. Da liegt keine Karte für, also kann ich auch neue Karten aufdecken. Die werden dann einfach über die bisherigen Karten gelegt und aha, da liegt jetzt so ein Vertrag mit so einem Fotografen. Dann würde ich mir die jetzt auch gleich nehmen. Dadurch kommt die unten stehende wieder zum Vorschein. Und könnte die jetzt zum Beispiel hier ablegen und kann mir dann einfach das, was hier liegt, nämlich so eine entsprechende Eintrittskarte nehmen und dann auch erstmal bei mir ablegen. Und natürlich habe ich vorher hier einen Assistenten liegen lassen, das wollte ich natürlich nicht vergessen. So, und jetzt ist Dave dran. Dave hat jetzt natürlich die Wahl, möchte er mich hier rausschmeißen, möchte er hier meinen Assistenten rausschmeißen. Wobei natürlich die Frage ist, ob ich dann die Rauswurfaktion nutzen würde, weil ich habe ja kaum noch Ruhm. Vielleicht soll ich mal zusehen, dass ich irgendwie an Ruhm komme. Oder möchte er sich da selber rausschmeißen und irgendwas kaufen. Das heißt, er könnte das einfach riskieren und zum Beispiel hier hingehen, schmeißt damit meinen Assistenten raus und führt jetzt hier im Medienzentrum die Aktion Künstler fördern durch. Also nicht hier Assistent kaufen, sondern das hier Künstler fördern, wofür diese Felder hier unten wichtig sind. So, Dave sagt sich jetzt, dass er gerne hier möchte, ins Medienzentrum, und möchte nicht die Aktion Assistenten einstellen durchführen, sondern einen Künstler fördern. Mich hier rausgeschmissen, ich kann da jetzt eine Rauswurfaktion durchführen, wenn ich das möchte, werde ich wahrscheinlich nicht tun, weil ich nur noch ganz wenig Einfluss habe. Und jetzt kann er einen Künstler eine Stufe weiterbringen. Das heißt, dazu bezahlt er jetzt den Einfluss. In dem Fall möchte er einen Künstler von Stufe 0 auf Stufe 1 bringen, also kostet das einen Einfluss, den er bezahlt. Das ist hier angegeben, 1, 2, 3, 4, 5 Einfluss, die man bezahlen muss. Dann nimmt man sich den entsprechenden Marker und bekommt auch gleich den Bonus dafür. Das heißt, hier kann er sich ein beliebiges Ticket nehmen, kann sich also so ein weißes Ticket nehmen und dann bei sich ablegen. Würde er jetzt einen Marker drauflegen, würde er wieder zurückkommen und der nächste rauf. Das heißt, hier kommt jetzt ein 1er Marker hin. Wichtig ist, man kann auch immer nur um eine Stufe steigern. Also ich kann nicht gleich von Stufe 0 auf Stufe 5 gehen. Ich muss einen Künstler von Stufe 1 auf 2 auf 3 auf 4 auf 5 bringen. Aber wie man hier schon sieht, später gibt es auch Künstler, die haben schon eine höhere Stufe. Die kann man dann natürlich auch nicht mehr ganz so oft steigern und kriegt nicht ganz so oft den Bonus dafür. So, und jetzt sagt uns dieses Feld hier noch, dass wir die Bekanntheit des Künstlers um 1 plus 1 für jeden Weißen, den wir in unserer Galerie haben, steigern. Aber wie man hier sieht, da ist keiner drin. Also geht die Bekanntheit einfach um 1 hoch. Ne? Das ist jetzt ein bisschen doof.
Weil jetzt kann Dave noch seine beiden weißen Tickets ausgeben als Exekutivaktion, nachdem er eine Aktion durchgeführt hat, und kann halt mit dem ersten Ticket den in sein Foyer bewegen und mit dem zweiten Ticket in seine Galerie. Das heißt, er damit den Künstler gleich um noch einen steigern können, wenn er das vorher schon hätte machen können. Und damit wäre das Kunstwerk dann auf die nächste Stufe gekommen, oder der Künstler. Und wäre dann im Einkauf zwar teurer gewesen, aber auch gut im Verkauf. Und da er eine Kommission auf den hat, weil er ja den Makler genommen hat, weil er den Künstler entdeckt hat, egal wo der nachher hochgeht, der Künstler, das erste Bild verkauft er immer für 3 als Dankbarkeit, weil er ihn entdeckt hat. So, ich könnte jetzt die Rauswurfaktion durchführen, will ich aber nicht. Ich möchte lieber den Assistenten zurück in mein Büro holen. So, da bin ich wieder dran. Ich kann jetzt diese beiden Tickets hier ausgeben, um nochmal hier mit dem ersten Ticket ins Foyer zu holen, mit dem zweiten Ticket dann in die Galerie selbst. So, prinzipiell aber, wofür sind die Viecher überhaupt gut? Mal so eine Zwischenerklärung. Man darf von denen hier nur so viele haben, wie man Kunstwerke schon verkauft hat, plus 1, also am Anfang nur 1. Von denen hier kann man beliebig viele haben. Und es gibt hier immer wieder Felder, welche wie die hier. Und wenn ich das Ding hier auslöse, indem ich hier einen Assistenten drauflege, dann würde ich jetzt Geld bekommen und zwar pro roten Besucher, der meiner Galerie ist 2 und hierfür 1 Geld. Das heißt, wenn ich das jetzt gerade auslösen würde hier, dann würde ich dafür einfach 2, 3 Geld bekommen. Das wäre natürlich schon mal ziemlich cool. Oder wenn ich irgendwie das hier auslösen würde, für jeden rosanen 2 und für jeden weißen 1 Einfluss bekommen. Das heißt, da würde ich dann hier wieder hochsteigen. Ihr merkt, das ist alles relativ eng verzahnt. Also man kriegt überall nur ganz wenig von allem, aber so über das ganze Spiel steigert sich das halt. Man kriegt halt mehr Einfluss, man kriegt hier nur ein bisschen Geld, man bekommt hier so irgendwie 1, 2 Tickets, aber die sind eben auch alle rar. Das heißt, man muss da schon gut managen, dass man das bekommt, was man haben will, dann, weil man es braucht. Und nicht, dass einem irgendwer anders dazu vorkommt, weil irgendwann sind hier vielleicht auch dann die weißen Tickets leer und dann hat man echt Schwierigkeiten, Leute in seine Galerie zu bekommen. Und hier ist übrigens auch noch wichtig, sobald der erste Stapel durch ist, gibt es eine Zwischenwertung. Das heißt, da bekomme ich dann das hier quasi als Bonus, also für jeden rosanen 2 Einfluss und für jeden weißen 1 und dann nochmal für jeden weißen in der Galerie 1 Geld und für jeden roten 2. So, dann bin ich dran. Ich möchte gerne hier einen Assistenten zurücklassen und dann dahin gehen, wo Dave gerade ist, ihn da also vertreiben. Hat er vielleicht eine Rauswurfaktion, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich möchte nämlich einen Künstler fördern, und zwar dem, von dem ich schon was habe, weil damit kann ich gleich schon so ein bisschen Profit machen, was am Anfang vielleicht gar nicht schaden kann. Und der hat ja Level 1, das heißt, ich muss ihn auf Level 2 bringen. Das heißt, das kostet mich 2 Ruhm. Ich war hier, das heißt, ich gehe jetzt auf 2 runter, nehme mir dann so einen 2er-Marker, lege den hier drauf, gucke jetzt, ich habe einen weißen in meiner Galerie. Das heißt, den steigere ich insgesamt um 2. Das ist schon mal ganz gut. In dem Moment kann ich auch automatisch das hier ein Level hochschieben, damit ich immer weiß, aha, ne, das, was ich hier in meiner Galerie habe, ist jetzt gerade 8 Geld wert. Und dann gucke ich eben noch, als Belohnung bekomme ich hier wieder Einfluss zurück. Und zwar für einen weißen 1, für einen rosanen 2. Das heißt, ich habe von jedem eine meiner Galerie. Also bekomme ich 1, 2, 3 zurück und bin, ich hoffe, das war richtig am Anfang, und bin damit jetzt ein bisschen vorangegangen und habe aber dafür gesorgt, dass das Kunstwerk von dem Künstler hier ein bisschen wertvoller ist, und wenn ich das nochmal steigern kann, dann kann ich noch deutlich mehr Gewinn damit machen. So, Dave könnte wieder eine Rauswurfaktion durchführen, weil er hier steht, also er kommt jetzt in seine Galerie zurück, sagt, er möchte das gerne machen, geht dann hier auf 10 zurück, der Sprung ist nicht so wirklich groß, und da er gerade keine Assistenten mehr zur Verfügung hat, kauft er sich einfach seinen ersten Assistenten, legt den hier in das Büro, ne, die hier sortiert er auch mal wieder vernünftig, und muss dafür auch 1 Geld bezahlen, kommt 1 Geld wieder zurück, hat keinen Bonus, und das war's auch schon. So, das meiste habe ich jetzt schon gezeigt, aber noch nicht alles. Aber jetzt wird es erstmal in der Zeit für Dave ein Kunstwerk zu kaufen. Das heißt, leider muss er seinen eigenen Assistenten hier rausballern und den wieder zurück in seine Galerie tun. Bekommt dadurch also nichts. Also habe ich jetzt gleich wieder Vorteile, weil ich kann an viel mehr Felder, ohne dass ich dadurch anderen Spielern eine Aktion ermögliche außerhalb der Reihe. Und Dave kann jetzt ein Kunstwerk kaufen. Angenommen, er möchte dieses Kunstwerk hier von diesem Maler kaufen, müsste er jetzt eigentlich 4 Geld dafür bezahlen. Weil er aber einen Kommissionsmarker hat, muss er nur 3 Geld dafür bezahlen. Bewegt dann den Besucher, der hier oben drauf steht, zum Plaza-Ding. Übrigens, was ich vergessen habe, eben, da kommt dann auch immer sofort ein neuer oben drauf, beziehungsweise so viele, wie da Tickets drauf sind. Da hier 2 verschiedene Tickets drauf sind, kommen da auch 2 Leute drauf. Beziehungsweise erstmal nimmt man sich das Kunstwerk. Dafür wird jetzt auch gleich der Bekanntheitsgrad des Künstlers erhöht. Der geht also auf 5 hoch. Das Kunstwerk wird in die eigene Galerie gehängt.
Und man nimmt sich dann den entsprechenden Marker und markiert gleich, wie viel das wert ist. Ja, durch den Kauf des Bildes ist der wieder bekannter geworden. Das heißt, der hier ist jetzt schon bei 2 Sternen, also bei 8. Das heißt, für 3 gekauft und er kann ihn potenziell für 8 wieder verkaufen. Das wird natürlich schon mal gut Gewinn machen. Er hat jetzt nicht viel Geld. Wie ihr seht, am Anfang ist Geld echt eine Mangelware. Da muss man schon so ein bisschen handeln und dadurch eben dann mehr Geld und damit Ressourcen bekommen, die man halt fürs weitere Spiel noch braucht. So, Dave ist fertig. Ich kann jetzt wieder einen Assistenten im Medienzentrum zurücklassen und kann hier wieder auf diese Aktion gehen. Und jetzt habe ich ja hier die Voraussetzung erfüllt, weil ich habe ja diese Fotografie in meiner Galerie hängen. Das heißt, ich kann mir jetzt hier diesen Einflussmarker nehmen, leg da einen Assistenten drauf, auch der bleibt da wieder für den Rest des Spiels. Und kann dann dieses Bonusplättchen, was da drauf ist, ist im Prinzip vollkommen egal. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Spiel nochmal wichtig wird. Auf jeden Fall kann ich den jetzt hier auf ein beliebiges Feld legen. Das heißt, ich könnte sagen, dass ich gerne den zum Beispiel hier hinlegen möchte und das sofort ausführe, was da drauf steht. Das heißt einfach, ich kann einen beliebig farbigen Meeple direkt in meine Galerie bewegen, ohne den Umweg über mein Foyer gehen zu müssen. Das heißt, in dem Fall kann ich einfach sagen, der hier kommt einfach mal direkt da rein. Und was ja auch noch ganz wichtig ist, ich bekomme dafür 1, 2, 3 Einfluss. Das ist natürlich super cool. Jetzt komme ich hier wieder ein bisschen voran und habe Dave schon fast wieder eingeholt. So, und dann ist Dave hier dran. Also ihr merkt, wenn man nicht so viel nachdenkt oder die Denkpausen draufschneidet, dann geht das Spiel relativ flott. Also mit der Erklärung dort nochmal deutlich länger. Wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann ist man auch so, würde ich sagen, bei einer halben bis dreiviertel Stunde pro Spieler. Das heißt, zu zweit kann man da schon so 90 Minuten spielen. Dave kann hier erstmal weggehen, kann hier einen seiner Assistenten zurücklassen und könnte jetzt zum Beispiel wieder hier hingehen, schmeißt mich damit raus, weil er möchte ja vielleicht auch mal ein Kunstwerk verkaufen. Und dafür brauchen wir erstmal einen Vertrag mit dem Künstler. Auch hier ist es jetzt wieder so, er hat ja so ein Gemälde da hängen, da liegt hier nichts für aus, also kann er jetzt einfach sagen, okay, er deckt neue Karten hier auf, muss dann noch immer alle 4 neuen aufdecken, selbst wenn das erste schon gepasst hätte und da ist jetzt natürlich was für ihn dabei. So, es ist auch mit der Kamera. Das heißt, er kann sich jetzt einfach diesen Auftrag hier nehmen, legt den dann bei sich ab und nimmt sich jetzt mal hier so ein Ticket in der Farbe. Und damit ist eine Aktion durchgeführt. Übrigens bei den Verträgen werdet ihr euch wundern, was das hier unten bedeutet. Da kann man auch als Exekutivaktion, also wenn man nicht so ein Ticket ausgeben möchte, kann man auch sagen, möchte gerne einen seiner Assistenten da draufstellen und den Bonus, der da draufsteht, abhandeln. Das heißt, in dem Fall würde er für Geld bekommen und zwar eben jetzt gerade nur ein Geld, weil er nur einen weißen Meeple in seiner Galerie hat. Sobald er noch ein, mal wieder für Farben eine super schlecht zu erkennen. Ich glaube, das ist ein roter, brauner, wie auch immer. Da hat er auch einen von, also wird er dafür sogar 3 Geld bekommen. Dementsprechend merkt ihr schon, wenn Dave es jetzt schafft, mehr von der Farbe hier in seine Galerie zu holen und er dann diesen Bonus ausnutzt, bekommt er dafür natürlich auch deutlich mehr Geld. Möchte er jetzt auch noch nicht machen, weil das Tente noch erstmal weg ist. Das heißt, einfach um es mal gezeigt zu haben, kann ich jetzt hier diese Rauswurfaktion nutzen. Schiebe also meinen Einfluss wieder auf 5 zurück. Schade, ich war gerade knapp dran. Und dann kann ich hier ein Kunstwerk verkaufen. Da gucke ich jetzt, ich habe ja eine Fotografie hier hängen. Diese Fotografie hat gerade den Wert von 8, das heißt, ich bekomme 8 Geld aus der Bank und füge das meinem Vorrat hinzu. Also jetzt habe ich schon mal im Vergleich zum Spielanfang ein Plus von 3 Geld gemacht. Das ist erstmal noch nicht viel, aber das läppert sich. Das Kunstwerk entferne ich dann aus der Galerie und lege das neben mein Spieltableau. Das ist wichtig, weil am Ende ist ja auch wieder wichtig, was ich so verkauft habe und deswegen bleibt das hier liegen. Hätte ich jetzt hier noch mehr Kunstwerke liegen, dann würden die nach links geschoben werden. Und hier ist auch wichtig, sobald ich das dritte halt dahin hänge, kann ich hier auch wieder ein Feld abdecken und den Bonus dafür bekommen. Ah, und was ich hier, glaube ich, noch vergessen habe, das Feld sagt, ich muss einen Besucher aus meinem Foyer zurück auf den Plaza schaffen, aber da ich da keinen habe, war das nicht so schlimm. Aber jetzt ist in meiner Galerie nicht mehr so viel los, also muss ich jetzt einen Besucher wieder zurück zum Plaza schicken. Na, wenn nichts mehr los ist, hauen halt die Leute ab, ist ein bisschen doof, aber dafür habe ich jetzt ein Kunstwerk verkaufen, dafür Geld bekommen. Geld, 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 geil. Die Vertragskarte muss ich jetzt umdrehen, sie dabei so ausrichten, dass das dem Besucher entspricht, den ich zurückgeschickt habe, also hätte ich einen. Also beim Weißen kann ich mir aussuchen, wie rum. Ich habe keinen roten zurückgeschickt, sondern so einen rosanen. Deswegen liegt das jetzt nach oben. Das heißt, hier kann ich jetzt später eben auch wieder als Assistentenaktion einen Marker da drauflegen und damit pro rosanen in meiner Galerie 2 Einfluss bekommen, pro weißen 1. Also ihr seht, ne, das ist alles super krass miteinander verzahnt. Die Karten bleiben mir übrigens auch liegen. Ich kann das hier alles einmal, also diesen Bonus, den man hier bekommen kann mit den Eintrittskarten, halt einmal bekommen. Später lege ich dann Karten einfach drüber und bekomme halt nicht nochmal extra einen Bonus dafür. So, und jetzt habe ich euch im Prinzip alles Wesentliche einmal gezeigt. Also es würde mich wundern, wenn ihr jetzt schon alle Zusammenhänge verstanden hättet. Gut, wenn es so ist. Ich habe das nach einmal erklären von allem, was man hier so machen kann, nicht wirklich überrissen. Habe halt einfach irgendwelche Sachen gemacht und mal gucken, wie sich das dann so auswirkt. Das ist im Prinzip ja nicht viel. Es gibt nur 4 Aktionsfelder, die man hier benutzen kann. Also denkt man eigentlich relativ übersichtlich. Daraus hat man aber schon 8 Aktionen und die sind halt immer irgendwie alle miteinander verknüpft. Also man möchte hier Positionen besetzen, einfach weil man dafür am Ende auch noch Punkte bekommt. Man bekommt während des Spiels dafür Ruhm, man bekommt hier irgendwelche Plättchen, die man dann wieder
auf sein Spielertableau legen kann, irgendwelche Sachen abdecken kann, wofür man wieder dann, je nachdem, was man gerade gebrauchen kann, einen Assistenten umsonst bekommen kann. Das ist halt cool, wenn der später mal richtig teuer ist. Man kann auch mal schnell Tickets bekommen, man kann direkt einen Besucher in seine Galerie bewegen, man kann irgendwie schnell zu Geld kommen oder Einfluss oder einen Künstler fördern, dann, wenn es einem passt. Also allein dafür ist das hier schon mal ganz gut und wichtig, und man bekommt eben auch am Spielende dafür nochmal Bonus, kann hier eben dieses Bild bekommen, diese Skulptur, wenn man hier die Mehrheit hat, was eben ja auch wichtig sein kann für die Ziele, die man erfüllen muss, um dafür nochmal, oder in dem Fall eher für das Ziel hier, weil das Bild dann in die eigene Galerie kommt und man dafür eben auch nochmal extra Geld bekommen kann. Und 10 Geld, das ist schon relativ viel am Ende, also die 10 Geld haben oder nicht haben, kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Man kann hier oben dann die Verträge nehmen und braucht eben auch, um zu verkaufen, muss auch gucken, wo will man vielleicht den Bonus benutzen und dafür dann irgendwelche coolen Vorteile haben, weil man dann eben auch wieder günstig an irgendwelche Sachen rankommt. Man kann eben Kunstwerke verkaufen, dafür bekommt man richtig viel Geld. Wenn man es vorher geschafft hat, den Künstler entsprechend zu fördern, das heißt Kunstwerke von dem kaufen, fördert den so ein bisschen. Wenn man eben hier ins Medienzentrum geht und den Künstler fördert, dann sorgt man natürlich zum einen dafür, dass der Künstler, von dem man vielleicht gerade Bilder in seiner Galerie hängen hat, dass die einfach mehr wert werden. Man bekommt auch hierfür nochmal einen Bonus, den man irgendwie gebrauchen kann. Muss auch da wieder darauf achten, dass man natürlich möglichst viele von diesen weißen Kunstsammlern in seiner Galerie hat, damit der einfach noch krasser steigt. Wenn halt viele den sehen, dann wird er einfach noch begehrter und dann werden die Leute immer mehr Geld dafür zahlen. Dafür muss ich aber wieder zusehen, dass ich die weißen in meiner Galerie habe. Sprich, dafür brauche ich erstmal Tickets, die ich auch eben wieder nur hier irgendwie über diese Felder bekommen kann. Oder wenn ich hier irgendwie Kunstwerke kaufe oder vielleicht gibt es bestimmt noch andere Möglichkeiten, hier irgendwie wahrscheinlich auch mit den Vertragskarten. Um aber wieder mehr von den Weißen in meine Galerie ziehen zu können, muss ich erstmal Kunst kaufen, die dann wieder verkaufen. Dadurch kriege ich vielleicht noch nicht so den super Preis dafür, weil es ist natürlich schöner für mich, wenn ich erstmal die Leute hier im Ansehen steigere und das dann zum hohen Preis verkaufe. Aber ich kann die eben nicht so schnell im Ansehen steigern, weil damit die schnell im Ansehen steigern, brauche ich halt viele von diesen Kunstsammlern. Und damit die zu mir kommen, muss ich halt rumsprechen, dass in meiner Galerie immer Sachen verkauft werden. Und dann darf ich eben mehr Leute haben, weil das Limit ist ja hier immer, ne? Pro verkauftes Kunstwerk ein mehr. Das heißt, ich könnte jetzt schon 2 Leute in meiner Galerie haben und könnte damit eben das Ansehen von irgendwem gleich um 3 steigern. Was natürlich wieder gut, ne? Und das sind so alles Sachen, die miteinander verzahnt sind, wo man eben guckt, wie plant man das jetzt am besten, wie managt man das. Da macht auch jeder irgendwas, sodass alle irgendwie was zu tun haben. Alle haben das Gefühl, voranzukommen. Und das kann auch manchmal ganz unterschiedlich sein. Manche sind hier eben auf der Leiste hier ganz oben und haben ganz viel Ruhm und können irgendwie immer Aktionen machen und können sich irgendwie günstig Geld nehmen und können dann ganz leicht wieder irgendwie hochgehen. Andere dimpeln immer hier oben rum, machen aber irgendwie ganz viel mit Kunstwerken, während irgendwer anders gar nicht auf die Kunstwerke geht und im Spiel nur irgendwie ein einziges Kunstwerk verkauft hat und dann vielleicht versucht hier über diesen Markt noch irgendwie extra Ruhmespunkte zu machen oder irgendwie so einen Künstler besonders stark zu steigern und dann damit ganz viel Geld zu machen, indem man davon Kunstwerke verkauft oder. Also das Spiel ist schon sehr clever designt. Das Spielfeld an sich ist natürlich, finde ich persönlich, relativ hübsch gestaltet, aber es ist natürlich auch sehr abstrakt. Also wenn man sich das Artwork mal wegdenkt, dann weiß man auch, dass am Spieldesign waren hier nur diese Slots, hier waren halt diese Felder drumherum. Also es ist abstrakt, man könnte da auch beliebiges anderes Thema aufsetzen, das man sich irgendwie ausdenken könnte. Es macht mit The Gallerist auf jeden Fall wahrscheinlich schon Sinn, auch das ist ein Künstlersteiger und so, aber das könnte man auch irgendwie mit irgendwelchen Musikern machen, mit irgendwelchen Bands oder sowas oder irgendwelche Kinofilme, wo man irgendwelche Oscar-Verleihung drin hat oder so. Also da passt auch so ein anderes künstlerisches Thema und vielleicht auch noch ganz andere Themen, aber das finde ich schon ganz gut auf jeden Fall. Ein Vorwurf, den man im Spiel machen kann, ich habe mir auf Boardgame dazu auch relativ viele Kommentare durchgelesen, ist eben, dass dieses Spiel dann doch immer das gleiche ist. Also man spielt halt eine Partie, man spielt 2 Partien, 3 Partien, dann hat man alles umrissen und dann Partie 4, 5, 6, 7, 8, man macht immer das gleiche, man hat nicht irgendwie, also man hat hier natürlich so ein paar Bonusziele, wo man irgendwie immer andere Kunstwerke kaufen muss, aber so Variation im Spiel selbst ist da jetzt relativ wenig drin. Die Spielerinteraktion ist sehr, sehr gering, also man hat halt eben hier mit diesen Bonus- oder diesen Rauswurfaktionen, da kann man halt den Mitspieler so ein bisschen ärgern oder halt, wenn man vorausplant, was der andere so machen wird, kommt man dadurch nochmal zu zusätzlichen Aktionen, wenn man sich die dann leisten kann, und man nimmt sich halt hier teilweise ein paar Slots weg und versucht halt eben immer der Erste zu sein, aber auch da geht eben natürlich der eine Spieler mehr irgendwie hier auf Gemälde, der andere mehr auf Fotografien, also da kommt man sich auch nicht so groß in die Quere. Also wer so auf sehr interaktive Spiele steht, der ist hier natürlich absolut falsch bedient. Wer eben auf clevere Spiele steht, wo man eben viel knobeln kann und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sich das irgendwie so zurechtpuzzeln muss, dass es dann funktioniert und man am Ende wirklich auch dann dafür Punkte und Geld bekommt und sowas, für solche Leute ist das Spiel, glaube ich, richtig gut. Also es ist wirklich so ein Heavy-Euro-Game.
wo man eben wirklich so ein, zwei, drei Partien braucht, bis man wirklich alles überrissen hat, wie so die einzelnen Mechanismen funktionieren. Und man kann ja eben auch mit diesen Tickets, das habe ich jetzt gar nicht gezeigt, ich kann mit so einem Ticket, wenn ich jetzt dieses Ticket spielen würde, könnte ich auch einen Besucher bei Dave wieder rausziehen, dadurch einfach verhindern, dass der irgendwie hier Leute in seine Galerie bekommt. Und wenn das vielleicht keiner bei mir macht und ich selbst Leute da irgendwie reinbekomme, weil ich geschickt spiele und hier irgendwelche Orte ausnutze, kann mich das auch richtig krass voranbringen. Wenn ihr meine Videos regelmäßig guckt, wisst ihr, ich bin mehr so der auf thematische Spiele steht, diese Eurogames, wo man halt so alles clever miteinander kombinieren kann und so, da ziehe ich für mich einfach nicht so Befriedigung raus, also ich sitze hier nicht und denke mir, boah, das hat alles geil funktioniert, das waren jetzt 3 Stunden Spielspaß, die sich voll gelohnt haben. Ich spiele sowas eben auch gerne mal mit, weil ich eben auch gut designte Spiele mag. Ich mag ja Eurogames, also irgendwie Terra Mystica mag ich und noch so diverse andere. Ich hoffe, dass ich bald mal Three Kingdoms Redux spielen kann, auch Agricola und sowas sind alles tolle Spiele meiner Meinung nach. Das Spiel hier, wie gesagt, hat mich persönlich natürlich wieder nicht so umgehauen, aber ich glaube für Leute, die generell auf so eine Art von Spielen stehen, ne, auch sowas irgendwie wie im Wandel der Zeit und so, wo man eben einfach ganz viel planen und ganz viel kombinieren muss, für die ist das echt gut, aber wie am Anfang schon gesagt, meiner Meinung nach keine 100 Euro wert. Also es ist gutes Material dabei, es ist hochwertiges Material dabei, aber ich denke 50 Euro vielleicht 60 wären auf jeden Fall empfehlenswert dafür gewesen. Die Spielschachtel ist groß, da ist wirklich viel Kram drin. Aber wie gesagt, keine 100 Euro würde ich dafür ausgeben, im Leben nicht. Da würde ich mir dann wirklich eher andere Spiele kaufen, wo ich in geringerer Spielzeit mehr Spielspaß habe. Aber wenn ihr das Geld überhaupt oder euch das Ding total anmacht und ihr jetzt einfach nur immer wissen wollt, wie geht das, dann habt ihr jetzt eine Übersicht, könnt für euch selbst entscheiden, ob euch das Ding 100 Euro wert ist oder nicht. Ich hoffe, das war alles jetzt ein bisschen nachvollziehbar. Ich glaube, natürlich besser wäre es, wenn man ganzes Spiel sehen würde, aber das auch immer mit Erklärung und was man so dann nebenbei macht, würde, glaube ich, nicht so wirklich viele Leute interessieren. Deswegen hoffe ich eben, dass ihr das jetzt so ein bisschen durchschaut habt und wie gesagt, lasst mir gerne einen Kommentar dazu da, sowohl wie ihr das Spiel fandet, als auch wie ihr meine Präsentation fandet, ob das okay war oder ob das irgendwie zu verquer war. Da bin ich natürlich immer für Feedback dankbar. Wenn es für euch hilfreich war, dann wie gesagt, lasst mir auch gerne einen Kommentar da und gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Das ist auch immer ein guter Indikator dafür, dass Leute das eben auch ganz gucken und eben ihnen das auch gefallen hat. Und ja, das war The Gallerist. Wie gesagt, jetzt habt ihr mal ein Video dazu gesehen, wisst, wie es funktioniert. Und wenn es was für euch ist, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich kann jetzt nicht mehr so viel labern. Sage bis bald und tschüss.